So, hallo, guten Abend, mein Name ist Gerd Ilenburg, ich habe mich schon bei einigen vorgestellt, ich bedanke mich erstmal, dass ich bei euch sprechen darf, eigentlich unerwartet für mich, weil ich halt eigentlich nicht viele Vorträge, ne? Aber irgendwie hat es sich so gesprochen, dass es mich auch gibt. Ich war in Erlangen mal, habe einen Vortrag gehalten und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen mit einer Einladung, ja, und jetzt stehe ich hier. Ja, wenn du mehr jetzt wenn. Mann! Naja, schauen wir erstmal. Weil es in 10 Minuten keiner mehr da, kann auch passieren, ne? Schauen wir mal. Ja, um was geht es? Um Elektrosmog 5G? Ist euer Thema eigentlich, ne? Eure Gruppe? Ja. Ja, da brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht mehr viel erzählen über 5G, das wisst ihr besser als ich. Manche behaupten, es ist schädlich. Soll jeder meinen, was er will. Also, ich selber habe kein Problem mit 5G. Aber ich habe einen Arbeitsplatz, also ich mache das halt nebenher, wegen es ist mehr so ein Hobby, wo ich viel mit Strahlung belästigt werde. Und von dem her, meine Frau ist Ärztin, die hat immer ein wenig auf mich eingewirkt und mich da sensibilisiert, weil von alleine auf die Idee gar nicht kommen, ne? Da mich da irgendwie drum zu kümmern und einzulesen. Ja, aber das geht schon seit 10 Jahren so im Endeffekt, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, unter anderem. Also unser Thema ist eigentlich Gesundheitsschutz und gesunde Haltung. Und da fällt halt das mit rein. Da geht es über Ernährung, Gartenbau. Ich habe 2 Gärten, die ich bewirtschafte, biologisch, dynamisch, kann man schon fast sagen. Ja, Elektrosmog, ich meine, das ist ein Thema, das betrifft jeden irgendwo. Die meisten wissen es nicht, vielen ist auch egal. Ja, wie gesagt, es geht bei der Geburt los. Es gibt immer mehr behinderte Kinder, die auf die Welt kommen, aus unterschiedlichsten Gründen. In Amerika kommt jedes 10. Kind mit irgendeiner Beeinträchtigung auf die Welt. 1960 waren es noch jedes 100. Kind. Ja, und so wird es immer mehr und immer mehr. Immer mehr Medikamente, Impfungen. Das Essen wird immer schlechter von der Qualität her. Die Funkantennen werden immer mehr. Ja, was gibt es noch? Saurer Regen. Überall, wo du bist, hast du Gifte. Ja, es kann sich auf die Fruchtbarkeit auswirken. Immer mehr junge Menschen sind unfruchtbar. Gerade in Amerika sind wir immer 10 Jahre voraus. Also jeder Zweite ist schon gar nicht mehr in der Lage. Kind zu zeugen, zum Beispiel. Egal, ob es die Frau oder der Mann ist, also irgendeiner der beiden kann ein Problem haben und dann gibt es immer mehr künstliche Befruchtungen. Ja, Allergien werden immer mehr. Ja. Ich habe jetzt mal gehört in Ostdeutschland, da war alles total dreckig und verrußt und ja, Steinkohle, Braunkohle, keine Ahnung, was wir verheizt haben. Aber es gab kaum Allergien. Also nicht in dem Ausmaß wie bei uns jetzt, dass da jeder 10 Allergien hat. Sondern aus irgendeinem Grund haben die keine. Das liegt vielleicht daran, dass die bestimmte Umweltbelastungen damals noch nicht hatten, was wir hatten. Ja, also grundsätzlich scheint es ein Problem zu sein mit der Strahlung. Meine Frau ist ein bisschen sensibel, sagt sie. Also wenn wir zum Beispiel längere Autofahrten machen und entlang der Autobahn ist ja massive Ausbau mit Funkmasten, mit LKW-Mautkontrollstellen und so weiter und alles funkt und strahlt. Und überwacht dich. Stauüberwachung, die Verkehrsschilder gehen automatisch und so weiter, bla bla bla. Auf jeden Fall auf der Autobahn, auf längere Fahrten immer Probleme, gibt es ja Migräne und so weiter. Und so dass man irgendwie draufkommen, was es liegen könnte. Wir haben jetzt auch Geräte fürs Auto, wenn wir da anschließen eine 12-Volt-Anlage und sie meinen, nur das machen, dann hat es nicht, immer nicht so schlimm. Also scheint was dran zu sein. Ich kann immer schlau reden, mir fehlt eigentlich nichts. Zum Glück. Und vielleicht liegt es allerdings daran, weil wir halt vorher versuchen, uns zu schützen. Also wir haben 3 Kinder, eine ist 11 Monate, die andere 4 Jahre, die große ist 6. Und alle sind gesund, keiner hat eine Allergie, die waren noch nie krank. Aber eine laufende Nase haben sie mal für 2 Tage und dann ist wieder vorbei. Aber was man so hört, im Großen und Ganzen, dass die da ständig mit Trotznasen rumlaufen und alle 2 Wochen krank sind, das haben wir jetzt nicht, im Endeffekt. Die sind auch konzentriert, die sind nicht hyperaktiv oder irgendwas, sondern die sind einfach gesund bis jetzt. Also uns geht es darum, dass wir unseren Lebensraum, unsere Wohnung schützen und ich meinen Arbeitsplatz, weil ich da speziell belastet bin. Auf jeden Fall sitze ich den ganzen Tag im Auto, bin auf der Autobahn unterwegs, habe ein paar Funkstrahler im Auto, also Funk, 3 Handys, ein PC, der Dauerstrahler ist, das Auto selbst ist ein Strahler mittlerweile. Umso neuer das Auto ist, umso mehr SIM-Karten sind da verbaut. Da kannst du das Auto orten,
Die können dich überwachen, wie viel Sprit hast du drin, wie viel Leitung drin, wo fährst du hin, wie schnell fährst du, bremst du ruckartig. Da gibt es eine Stauverbindung zum Hersteller mittlerweile. Und denen ist es ganz wichtig, die Daten zu sammeln. Und das hat auch einen Marktwert, die man auch verkauft, im Endeffekt die Daten. Also das kommt auf den Hersteller auch an. Aber jeder, der ein Navi im Auto hat, hat auch ein Gerät drin, weil da SIM-Karte verbaut ist meistens. Und das Navi gibt es schon seit 20 Jahren zum Beispiel. Oder die Telefone, da hat es früher schon die riesen Apparate gegeben, auf der Mittelkonsole. Da ist auch eine SIM-Karte drin. Da hast schon zwei SIM-Karten, die es vor 20 Jahren schon gegeben hat, in einem Siemer BMW. Und mittlerweile hast du den Steuergerät noch nicht drin. Und 100 Elektromotoren, ne? Davon reden wir noch gar nicht. Also du hast diese Funkstrahlung und du hast elektromagnetische Felder, die der Motor erzeugt, die Lichtmaschine und so weiter. Ich habe jetzt ein ganz altes Auto, das ist nicht ganz unbewusst, weil die alten, die machen ganz niedrige Felder. Ich hatte mal einen 190er Mercedes, der hat zum Beispiel 30 Millivolt gemacht. Und jetzt zum Beispiel ein hochrangiger Hersteller als Mittelklassewagen, die machen 20 bis 30.000 Millivolt, wenn du dein Gerät hinhältst. Oder wenn ich ein Elektroauto nehme, das sind ja richtige, also so ganz gesund ist das nicht, das sitzt so richtig in einem Magnetfeld im Endeffekt. Ne? Aber umso neuartiger das Auto und umso mehr Elektronik drin ist, umso schädlicher kannst du den einen oder anderen sein. Ne? Der eine steckt wieder weg, der andere nicht. Wie schützt du dich dann im Auto? Ich meine, du hast ja sehr viele Sachen drin, mehr geht dann auch. Ja, das sage ich euch dann. Ich habe alles. Okay. Allerdings habe ich dabei. So richtig schützen kannst du natürlich nicht, du kannst es probieren, aber ich mindern. Aber es spielt auch wieder viel rein. Es gibt Gerätschaften fürs Auto, dann Zeug zum Anziehen. Dann kannst du dich ernähren, du kannst bestimmte Vitamine einnehmen, die das Ding deine Zellen mit in Ordnung bringen, weil sie deine Zellen angreift. Ja, dann könntest du ein wenig Sport machen. Schön locker, kannst Spitzensport. Ja, da kannst du ein bisschen was machen, dass du den besser wegsteckst. Eventuell. Das kann auch darauf an, wie der vorbelastet ist. Ne? Jetzt, wenn jemand hier herkommt aus Afrika, sag ich jetzt mal, der noch nie solche Einübungen gehabt hat wie hier seit 100 Jahren sind, dann da gibt es halt vielleicht keinen Strom, da gibt es, was weiß ich, da gibt es keinen Funkmast und so weiter. Und die Medizin, die hier seit 200 Jahren aktiv ist, das kennt er gar nicht. Und von dem her ist dieser Körper vielleicht noch viel ursprünglicher und steckt vielleicht auch noch mehr weg, weil du ja durch Generationen vielleicht schon vorgeschädigt bist. Das weiß ich jetzt nicht, aber kann sein. Ja, hier ist mein Handy, das ist gerade zugeschweißt. Wir müssen einfach nicht raus, aber ich habe immer Flugmodus zum Beispiel. Ich schaue alle zwei Stunden, wer wollte was, und dann rufe ich vielleicht zurück. Und dann bin ich wieder auf Flugmodus und dann geht es weiter. Weil wenn ich das Ding anschalte, dann ist es ein Dauerstrahl, wenn ich da das Gerät hinhalte. Im Gegensatz zu meinem alten Handy, ist halt immer nur gepulst, und dann war wieder eine halbe Minute wieder rüber und das Ding strahlt es durch. Und dann merkst du auch, wenn du das bewegst, dann gibt es auf einmal, macht es klingen, dann gibt es eine Nachricht. Können wir dann unsere Handys mal hinhalten? Ja, klar. Aber da kommt nichts Gescheites dabei raus. Ja, genau. Und in der Wohnung genauso. Also mein Ding ist halt, mit meinem Nebengewerbe, ich sag halt, du kannst dich nicht schützen im Endeffekt. Überall das bestrahlt, gerade im Supermarkt und überall, gerade im Kassenbereich. Also eine Hitze und eine Luft. In manchen Läden drin bist. Aber ich kann halt versuchen, meinen Schlafplatz zu Hause elektrosmogfrei zu halten. Ne, weil, sag mal, wenn man 8 Stunden schläft, sagen wir durchschnittlich, dann ist man 16 Stunden bestrahlt und der Körper hat 8 Stunden Zeit, sich zu regenerieren. Und das ist halt relativ wichtig. Ne, jetzt, wenn du da dein Handy auch noch auf dem Nachttisch hast und Stromleitungen und in der Heizdecke und alles Mögliche, oder WLAN zum Beispiel. Jeder braucht WLAN, jeder muss mit seinem Tablet rumlaufen heutzutage, die kleinen Kinder. Haben wir alles abgeschafft. Und das sind halt die Dinge, die eine Dauer bestrahlen und auch beim Schlaf. Oder man kann auch abschirmen. Die Farbe, ich habe zum Beispiel Abschirmfarbe, das ist auch Graphitfarbe, die ist kohlrahmschwarz. Kostet der Kanister 200 Euro. Langt für eine Wand ungefähr. Und die schmierst du auf die Wand drauf und dann musst du weiß überstreichen. Und dann kommt da nichts mehr durch. Bei unserer Wohnung, weil es im Wohnzimmer zum Beispiel ist, durch die Decke gekommen und durch die eine Außenmauer und ich habe jetzt dann gestrichen. Und dann habe ich direkt gemessen und dann war es null. Aber das Problem ist, da musst du dann auch gut messen und abschirmen, weil wenn du dann innen einen Strahler hast und hast die Wände gestrichen, dann reflektiert es innen hin und her und du hast vielleicht mehr Schaden wie Nutzen.
Das Wichtigste ist einfach in seinem Haushalt, wie man sich aufhält, da muss man alle Strahlenquellen erstmal sich bewusst machen und die muss man dann abschalten, zumindest nachts die 8 Stunden oder was man halt schläft. Das ist ja Hochfrequenz, die Handystrahlung, und das andere ist Niederfrequenz. Das haben wir natürlich auch noch. Und da kann man sich relativ leicht davor schützen. Umso älter das Gebäude ist, umso mehr Magnetfelder hast du in der Regel, weil die Leitungen schlechter verlegt sind. Umso neuer, desto besser. Aber das kommt darauf an, wie das Haus geerdet ist. Ne? Manche sind geerdet, aber falsch geerdet. Manche sind gar nicht geerdet, wissen es aber nicht. Ne? Ja. Andere sind halt gut geerdet. Ja, da muss man halt schauen. Aber von einer Leitung kann man sich leicht schützen, indem man einfach mal einen Meter vor der Wand weggeht mit seinem Bett zum Beispiel. Mhm. Also Laptop oder PC? PC. Ein Laptop ist ja ganz schlecht, weil den hast du ja oft mit auf dem Schoß liegen. Dann hast du deine Geschlechtsteile, wenn du jetzt dann 3 WLAN noch hast und alles mögliche. Mhm. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist für irgendwas. Ich glaube nicht. Jetzt würde man das aber alles noch am Fort. Ja, dann komme ich mit meiner Decke, die legt man sich drauf. Und da stellst du einen PC drauf. Oder Abschirmdecke. Das ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten aus Amerika. Da ist die Adresse drauf, die kann man sich dann aufschreiben. Das wurde mir gleich. Zum Beispiel. Die interessiert mich auch. Ich glaube, jetzt $100 oder Euro gekostet. Das Handy ist eigentlich die Hauptquelle. Das hat man immer am Körper. Meistens in der Hosentasche oder im Brustbereich. Und viele haben es auf dem Nachttisch liegen oder unter dem Kopfkissen sogar, dass sie immer erreichbar sind. Und das sollte man halt abstellen im Endeffekt. Ne? Also zumindest den Flugmodus ein oder am besten ganz aus. Ja, und das Handy ist eigentlich die Hauptquelle, die hast du immer am Körper. Also 90% der Bevölkerung. Da gibt es auch so Chips, wo man drauf machen kann. Ich würde sagen, Gabriel-Chip. Und die sollen das neutralisieren. Was ist das für ein Chip? Gabriel Technology. Zum Beispiel gibt es da eine Handytasche. Ne? Du kannst da Handy reinstecken. Sitzt vom Alten. Da kannst du das Handy reinstecken, hat noch schwachen Empfang, da kannst du in die Tasche stecken. Da habe ich so einen Stein. Das ist Stein der Harmonie, heißt der. Kostet 800 Euro. Firma Schwarzkopf, das ist gepresstes Holz und der ist irgendwie bearbeitet und mit Informationen bestückt. Und wenn man den anhat, ist also ein Quantenstein, sagt man dazu, wird dein Blut beeinflussen. Also du bestehst ja aus Wasser und aber dein Blut, da gibt es diesen Masaru Emoto aus Japan, so Wasserforscher, und der hat halt herausgefunden, dass du Wasser mit Informationen aufschlagen kannst. Kannst ihm gute geben und schlechte, und der gibt es gute Informationen, und du bestehst ja aus Wasser und Mineralien, und der tut halt mit gute Informationen ausstatten und so vieles gut machen. Also, wie gesagt, ich würde dann noch am Baldachin eventuell ins Auge fassen. Ja. Ja. Und da muss man da wieder aufpassen. Jetzt, wenn er sich da so aufspannt und er liegt auf der Matratze, dann ist die Frage, was ist unten drunter, im Erdgeschoss. Wenn der unten einer seinen Ruder hat, der durchstrahlt, genau, dann strahlt es in ein Baldachin von innen rein und dann hockt es noch mehr drin wie vorher. Was noch strahlt, wo keiner dran denkt, sind unsere Lampen, das Licht, das ist auch eine Strahlenquelle. Heute sind wir dann nochmal alles mit LED bestückt. Ne? Die ganzen Decken überall in so eine Löcher reinbohren und 100 LED-Lampen rein. Und das vertragen auch viele nicht im Endeffekt. Und vor allem auf Arbeit, das ist ein ganz normal in irgendeinem Büro, wo du ein Fenster drin hast vielleicht. Und du hockst da schon mal 8 Stunden rum, dann daheim hast du auch alles mit LED gemacht, weil du hip sein willst. Und mit Blau und Grün und Farbwechsel und hin und her. Und das Allerschlimmste ist der Computerbildschirm im Endeffekt. Das ist 50 cm davor und es strahlt richtig das blaue Licht ins Gesicht. Und wenn du es am Abend machst, ist es besonders schädlich. Das baut dann Melatonin ab und es geht dann auf die Zirbeldrüse. Das ist ein Teil vom Gehirn. Und die verwahrlost dann. Da gibt es den Dr. Edinger, Professor Edinger, der lässt sich da mal recht aus drüber. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine UV, also so eine Blaulichtbrille. Die kann man kaufen für 30 Euro vielleicht, ungefähr. Das setze ich immer auf. Ne? Sieht ja, wenn die Uhr jetzt gedrückt ist, ist alles gelb, wenn man durchschaut. Aber du gehst halt besser und schlechter. Gibt es ja auch für Blinddrehen. Ja. Und der Professor Edinger hat diese Haube hier im Angebot. Die ist mit Nanopartikeln bestückt, auf gewisse Art und Weise. Und die setzt man auf. Dann rennt man so rum. Kann man nachts aufsetzen. Und die wird dann Strahlung, eine Abstimmung nicht, auf die Zirbeldrüse ein und stärkt die wieder. Also, man soll jetzt sein Handy nicht ans Ohr halten, weil sich dann das Gehirn innerhalb kurzer Zeit um 1-2 Grad aufheizt
das eben dort auch wieder Tumore bilden kann, wenn es dumm läuft. Ich halte es immer so, meinen Lautsprecher an, das ist zu nahe eigentlich. Ne? Aber ich habe auch dieses Gerät hier, ich verwende das hin und wieder, das kannst du unten in die Lautsprecherbuchse reinstecken. So, willst du hier deine Nummer? Dann kannst du hier telefonieren. Und reinspringen, oben hörst. Wenn es mal viel Telefonierer ist, dann haben wir meistens ein Headset auf Arbeit oder irgendwas. Ich war auch eine Zeit lang viel Telefonierer. Und haben jetzt so ein spezielles Headset. Das war mit Luft beaufschlagt. Das ist da unten. In dem Bereich kommt der Schall an und wird dann so umgewandelt, dass er über diese Leitung nur durch die Luft ans Ohr kommt. Mhm. Also du kannst dann auch lange telefonieren, ohne dass du ein Magnetfeld am Ohr hast und am Gehirn. Das hier, wie schon gesagt, das hat meine Frau immer gehabt, als sie schwanger war, hat sie mir auf den Bauch gelegt. Mhm. Wenn man außerhalb geschlafen hat oder während Autofahren oder im Büro, wo sie noch gearbeitet hat, das ist ja alles total, dass du Dauer und Computerräume und hin und her und alles strahlt. Und hat sie das immer so drüber gelegt. Muss man sich jetzt eine Strahlenschutzkleidung da kaufen? Ja, habe ich schon wieder in der Hand. Ja, oder? Ich zum Beispiel ziehe das hier an im Auto. Ja, der Abstandgehebe ist eine Stoff, der mit Silberfäden durchzogen und schön auch. Im Endeffekt. Wenn du den Oberkörper abschirmst, hast du schon weite Teile deines Körpers gedeckt. Können wir Biologa? Können wir Biologa? Können wir selber näher? Ja, Biologa. Sango, Meereskoralle. Kommt aus Japan. Das nehmen wir regelmäßig ein. Das ist für das Immunsystem gut, der Mineralien. Ja, das sind bioverfügbare Formen. Das nehmen wir immer ein, auch die Kinder, auch für die Zähne und alles. Ne? Weil du verlierst ja so viel durch den Stress Mineralien und alles wird ausgespült. Und von dem her ergänzen wir das halt. Ne? Dann nehmen wir immer ein Vitamin A abends. Das ist gegen das Blaulicht. Blaulichtproblematik. Für Augenlicht im Endeffekt. Das sind Karotten, sind ja auch gut für bei Augen in Verbindung mit Vitamin K2 zusammen und am besten schon mittags bei den 12. Weil alleine für sich wirkt es nicht so gut, das heißt für den Immunsystem gut. Noch wichtig, Zink, Kupfer, Mangan, das ist die Firma Sunday Metal World.